Was war das gerade? 20 Sensen? Habe ich ihn nicht vorhin ausgeschaltet? Das ist echt nicht wahr. 20 Sensen, was da einfach jetzt an Material verschwendet ist. Das ist der Hammer. Militärmacht. Ja, wir steigen langsam, langsam auf. Gold. Ja, der Rote sollte ja eigentlich so reich sein, ne? Aber eigentlich der Gelbe ist wahrscheinlich echt hier die härtere Nuss. Müssen wir auch echt aufpassen, wenn wir den Roten dann angreifen. Wir dürfen den Gelben definitiv nicht unterschätzen. Das kann uns alles kosten. Militärgebäude besetzt. Aber bitte keine Goldmünzen hier rein. So, das hat uns jetzt nicht so viel weitergebracht. Machen wir es einfach nochmal. Noch eine Baracke. Da. Klar. Nein! Der Weg soll schon da bleiben. Okay. Hier wird noch fleißig gebaut. Hui, und hier hinten, das läuft wenigstens. Aber ich habe hier noch ein Goldbergwerk. Schließe ich mal an. Mal gucken, ob das vielleicht noch was liefert. Auch wenn das jetzt hier schon im Bau ist. Ach, letztlich ist es egal. Und wenn das dann im Lager liegt, dann ist es halt auch egal. Dann beschleunigen wir das Ganze jetzt. Ach, ich habe die Schmiede gestoppt. Och, wie blöd. Ja, gut. So viel dazu, warum es nicht geklappt hat. So, jetzt können wir hier erstmal wieder 1, 2, 3. Raus mit euch. 3 wieder rein. Wie sieht das jetzt eigentlich aus hier? 24, ja gut, da haben wir ja noch ein bisschen Vorrat, ne? Also hier würde ich jetzt sogar tatsächlich wahrscheinlich die Berge erschöpfen, bevor ich darüber nachdenke, den hier anzugreifen. Weil das doch echt wirklich kritisch sein kann. Ist doch jetzt echt doof, dass ich jetzt so viele von diesen beschissenen Sensen habe. Alter, 20 Stück. Was soll ich denn damit? 20? Geht mal gar nicht. Ja, gut. Brauche ich gar nicht weiter drüber nachdenken, dass das nicht geplant war. Aber das ist echt... unschön. Unschön. So, der Turm hier ist bald fertig. Da kann ich dann gleich mal Goldmünzenzufuhr aus. Ich hoffe, hier arbeitet dann auch wirklich einer noch. Und los. Und wir müssen jetzt den einen abwarten und dann am besten vor den ganzen anderen die Straße kappen, damit die gar nicht erst da reinmarschieren. Unten wird fleißig gebaut. Aber der Rest läuft. Er läuft, er läuft, er läuft. Auch die Minen, die laufen ja top. Also da kann man wirklich gar nichts gegen sagen. Ich weiß gerade gar nicht, auf was ich gewartet habe. Die waren schon weg, aber es ging so schnell, dass ich erstmal dachte, so, jetzt musst du warten. Aber das ärgert mich. Vor allem, weil ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, warum es nicht funktioniert. Aber wahrscheinlich muss da tatsächlich direkter Weg bestehen, damit der Bauarbeiter dahin kann. Was aber halt irgendwie blöd ist. Fuck. Ja, zum Glück ist er weggegangen. Okay. Ja, hier sind wir jetzt schon ein Stückchen näher ran noch. Passt ganz gut.
So, der Holzfäller hier oben ist vorbei. Der ist vorbei. Dann baue ich jetzt hier einen hin. So. Dann warte ich jetzt mal hier auf die Soldaten. Wo sind die denn? Irgendjemand muss ja das hier besetzen. Ah, da kommt er. Mal sehen, ob da ein zweiter mitläuft. Aber sieht nicht so aus. Aber trotzdem werde ich jetzt die Straße kappen. Wir wollen ja das Gebirge zumindest mal anschauen, was da drauf ist, eventuell. Okay. Tschüss. War echt so eine Baracke. Ah, hier. Und hier ist nämlich der Gelbe und dann kann er uns... Ja, hier ist eine Verbindung. Und dann kann er uns nämlich auch hier angreifen und dann... Das können wir nicht halten. Wir können nicht hier uns verteidigen und dann auch noch hier. Das funktioniert nicht. Nee, das werden dann alles Gebäude sein wahrscheinlich, die ich hier dann nach und nach abreiße, weil sich das nicht lohnt, die Gefahr einzugehen, hier angegriffen zu werden. Also zumindest so hier diesen Gebirgsteil und so, das werde ich dann alles. Das kommt dann weg. Wahrscheinlich. Es sei denn, ich habe dann das Gefühl, ich könnte mich so gut verteidigen. Nee, das war falsch. Huch, was ist denn jetzt los? Wir bauen da eine Baracke. Mal wieder. Und hier drüben bauen wir... Vielleicht baue ich hier mal einen Turm. Damit wir ein Stück weiter rankommen. Dann können wir hier vielleicht auch ein bisschen mit Katapulten arbeiten. Dann können wir ihn zumindest hier auch zurückdrängen. So, da das das... Echt, das ist das Hauptquartier? Das ist nicht das Hauptquartier. Die Frage ist jetzt, kann ich ihn mit Katapulten hier erreichen? Wäre natürlich geil, ne, wenn wir die Burg hier abschießen könnten. Ja, machen wir das einfach. Wir probieren das aus. Ne, nicht an den... So. Wir probieren das aus, ob das geht. Oh, shit. Dann hier. 1, 2, 3. Waren es jetzt 3 oder nicht? Nein, es waren nur 2. Ja, auch nicht so schlimm. So, bauen wir doch mal hier ein Katapult. Und hier. So, bis jetzt habe ich bei ihm noch gar keine Katapulte gesehen. Ich kann mich erinnern, dass der eigentlich immer Katapulte gebaut hat, der Gegner hier in der Mission. Und dass es dann nämlich eigentlich ziemlich blöd war, weil dann auch die eigenen Militärgebäude ständig drunter gelitten haben. Aber, boah, kommen jetzt nicht so viel von ihm, ne? Aber ich will es nicht beschreien, da hat er dann hier so eine ganze Reihe von Katapulten. Dann wird es kritisch. Und solange wir ihn jetzt hier tatsächlich zurückdrängen können, geht es uns doch eigentlich ganz gut. So. Wow, warte, was? Das war das hier unten. Dann muss ich jetzt aber hier tatsächlich nochmal kurz den Weg kappen. Und das leeren. Weil das möchte ich hier nicht drin haben. Dann schneiden wir mal diese Straße hier ab. Oh, wenn es jetzt irgendwie doof ist. Bauen das hier so dran. Dann ist das raus. Dann baue ich... Nee, dann fülle ich das wieder auf. Und baue diese Straße wieder hin. So, und dann haben wir es geschafft. Wie sieht das jetzt aus mit Soldaten? Ja, schrumpfen relativ schnell zusammen, ne? 1, 2, 3. Dabei arbeite ich jetzt eigentlich schon mit 2 Schmieden. Also das ist jetzt schon hier so ein bisschen das Höchstmaß mit. Wir haben auf jeden Fall Eisen ist halt da. Und die Eisenschmelze, die arbeitet ja auch nicht, weil sie keine Kohle hat. Wir brauchen 2, 4, 5 Kohleminen.
Wir haben aber nur 4. Gut, kein Wunder, dass es hier nicht läuft. Schließe ich jetzt noch eine an. Für jeden Verbraucher kann man rechnen, ein Rohstofflieferant. Da funktioniert das dann eigentlich immer ganz gut. Kann man sich ganz gut ausrechnen. So, hier. Schwupp. Was kommt denn jetzt hier eigentlich angelaufen? Das sieht aber... ist nur einer. Das ist nur einer, das ist gut. Eigentlich kann ich ja dann mal hier so... Upsala. Verbindung bauen, damit wir natürlich auch hier ein paar Geologen herholen können. Und jetzt habe ich natürlich das hier wieder suchen lassen, aber vergessen... Ja, war typisch hier oben genau das gleiche. Na. Blöd. So, Bauernhof läuft. Ach, hier hat er auch den einen Holzfäller geschrottet. Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Bauen wir mal hier noch einen hin. Weil... Hallo? Irgendwo? Danke. Weil... Der verbaut dem hier das gerade ein bisschen, ne? So, und jetzt bin ich mal gespannt, wenn die Katapulte hier fertig sind. Ich glaube, die hier kann ich erstmal wieder abreißen. So, erstmal Weg ab. Was haben wir? Gold? Das ist hier oben, genau. Aber genau da, wo ich nicht ran kann. Zumindest aktuell nicht. Kohle. Da kann ich hin. Sehr gut. Kohle. Kohle. Keine Briefe. Sehr gut. Kohle und Eisen. Auch nicht schlecht. Wenn da oben jetzt das Eisen tatsächlich zu Neige geht, ist es ganz gut, wenn wir hier Neues haben. Das ist ja süß, die laufen, die arbeiten ja synchron. Das ist ja total putzig. Wann sind sie fertig? Ich möchte mal sehen, ob das jetzt nochmal so ist. Und... Wo sind sie? Eisen. Ja. Und dann wieder rein. Sehr lustig. Okay. Oh, ist ja richtig gut eigentlich. Also Gold mangelt jetzt nicht mehr, ich sehe es ein. Das habe ich ja am Anfang noch befürchtet, dass wir hier kein Gold finden. Aber das war unbekundet. Vor allem, weil hier so wenig war eigentlich. Und hier ist er, wow, das ist ja richtig geil. Ich baue jetzt einfach mal hier ein Holzfäller hin. In der Hoffnung, dass uns das dann... hier noch ein Stück weiterhilft. Hier so ein bisschen freiräumen. Vielleicht gibt es ja noch ein Plätzchen für... Hier ist irgendwie so eine Fahne, die wir nicht brauchen. Für die ein oder andere Mine eventuell.